Okay, sorry nochmal, ich habe den Ton jetzt leiser gemacht. Ich hoffe, man hört mich mehr, sonst muss ich mein Mikro stelle ich hier jetzt hier. So, jetzt habe ich mein Mikro erstmal näher gestellt und jetzt habe ich auch den Ton runtergestellt, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich bin nur an so einem, ich weiß nicht, wo ich jetzt aufgehört habe, also wo ihr mich aufgehört habt zu sehen, da bin ich an so einen Teil gegangen. Und habe bei mir die Feuerkraft um eins verbessert, bei Big Bow auch. Und habe dann bei Big Bow noch die Nachladung verbessert. Und habe mir ein Medikit gekauft. Also so ein, ja. Davon gibt es bestimmt noch mehr. Halt die Augen offen. Ist verdächtig still hier. Halt die Augen auf. Shit, ich wusste es. Damn, Vorsicht vor dem Maschinengewehrfeuer. Damn, Ziel auf den Gaszylinder. Einfach nicht auf! Wieso gibst du dir keine Mühe? Du warst eben so schwach, dass ich dachte, du gibst ganz auf. Die Sache hier ist ernst, Dan. Weißt du doch. Shit, ne Sackgasse? Kommen wir hier nicht irgendwie vorbei? Was zum Henker ist das? Eine Art Kontrollfeld? Aha, das ist unsere Brücke auf die andere Seite. Mach weiter so, Kumpel. Ich kümmere mich um den Feind. Konzentrier du dich auf den Kran.
Scheiße, das nimmt kein Ende! Arbeit. Lass uns rüber zur anderen Seite. Okay, von Blechbüchsen keine Spur. Kein Grund zur Eile, Kumpel. Wir können eine Verschnaufpause einlegen. Das ist die richtige Richtung, ganz sicher. Wir sind gleich hier raus. Und dann steht das Hauptereignis an. Bereit für die Party? Cool, dass wir wieder zusammenarbeiten. Kaum zu glauben, dass wir immer noch am Leben sind. Aber ich glaube, das hier stehen wir auch durch. Habe ich recht? Cool, also los, Abmarsch. Geh du vor, Kumpel. Jo, pass auf! Mit dem ist nicht gut Kirschen essen! Pass auf seine Waffe auf! Knall ihn ab, Mann! Warte, die schieben da draußen Wache.
Was sagst du? Überraschungsangriff? Geht klar. Wir bleiben schön vorsichtig. Scheiße, das nimmt kein Ende! Ich bin am Ziel, Kumpel. Dieses Riesentor aufmachen. Es geht nur auf, wenn wir diese Hebel zusammenziehen. Okay? Zieh! Und die sieht nicht freundlich aus. Das Tor schließt sich, aber nur langsam. Dann lass uns Widerstand leisten und die Scheißkerle draußen halten. Puh, das war knapp. Das muss jetzt echt nicht sein. Haben wir überhaupt was, das gegen die ankommt? Alles der Reihe nach! Geh in Deckung! Mist, das ist gar nicht gut. Ich muss was tun. Dan, sieh mal, da oben! Die scheinen hier einen Kran zu verwenden. Damit könnten wir den Bastard mit dem Container da ran. Er muss irgendwo im Kontrollfeld sein. Ja, Treffer! Das ist unsere Chance! Schnell durch die Tür! Wir müssen die Tür aufmachen! Das ist unsere Chance! Schnell durch die Tür! Wir müssen... Okay, wir müssen die Hebel gemeinsam anziehen. Eine Sackgasse! Das ist jetzt nicht wahr! Scheitert! Das hat uns gerade noch gefehlt. Dan, mach das Ding mit dem Stahlbalken fertig! Ich spiel den Lockvogel! Du steuerst den Kran! Schnell! Nachladen!
Spiel den Lockvogel. Du steuerst den Kran. Schnell! Mir geht's gut. Das ist doch gar nichts. Ja, wie kommst du denn hoch? Spiel den Lockvogel. Du steuerst den Kran. Schnell! Den Lockvogel. Du steuerst den Kran. Schnell! Ich spiele den Lockvogel. Du steuerst den Kran. Schnell! Ich spiele den Lockvogel. Du, da ist er. Zeigen wir es ihm. Was habt ihr nur mit mir getan? Sir? Ich kenne diesen Mann nicht. Legen Sie die Waffe weg. Das ist Ihre erste Warnung. All die Jahre. Nichts als Lügen! Waffe fallen lassen. Dies ist Ihre zweite und letzte Warnung. Warum? Warum? Warum zum Teufel? Verflucht. Äußerlich nicht von Menschen zu unterscheiden. Seit wann sind Roboter so fortgeschritten? Die Technologie für Roboter mit einer lebendigen Hautschicht gibt es schon eine ganze Weile. Es war nur illegal. Da steckt mehr dahinter, meine Herren. Diese KI ist besonders interessant. Sie übersteigt alle Produkte hier bei Bergen. Wir können die Neurostruktur kaum analysieren. Das ist lächerlich, Mr. Bergen. Ihre F&E hier gilt als fortschrittlichste der Welt. Und jetzt sagen Sie, jemand anderes ist Ihnen auch nur ein Stück weit voraus? Nur weil es uns nicht erlaubt war, dieses besonders lukrative Gebiet zu betreten, General. Wenn die Regierung nicht nachgegeben und der neuen Genfer Konvention zugestimmt hätte, würden die USA längst solche Roboter herstellen. Als gottesfürchtiges Land glauben wir, dass nur er Leben erschaffen darf, Mr. Bergen. Mr. President, hier geht es nicht um Leben. So überzeugend sie auch aussehen, es sind immer noch Roboter. Wir nennen sie Seelenlose. Wenn man sie nicht mehr von Menschen unterscheiden kann.
Wo hört die Maschine auf und wo beginnt Leben? Das ist philosophischer Müll. Zwei Dinge zählen hier. Erstens, wenn Sie dieses Ding nicht gebaut haben, wer dann? Und zweitens, warum war es hinter Ihnen her? Was wissen wir von diesem Seelenlosen? Ihm wurde vor 30 Jahren eine Green Card ausgestellt auf den Namen Dominic Barry. 30 Jahre? Grundgütiger! Ohne den gestrigen Vorfall hätten wir es wohl nie rausgefunden. Wir sind uns nun sicher, dass es noch mehr gibt hier in Amerika. Also das ist verrückt. Eigentlich nicht, General. Was in drei Teufelsnamen tun Sie da? Sehen Sie, diese Seelenlosen scheinen von ihrer Menschlichkeit überzeugt zu sein. Das ist doch Müll! Ich bin kein Verdammter! Mr. President, mir fällt nur ein Mann ein, der über das Wissen für den Bau eines solchen Roboters verfügt. Dr. Yoji Amada. Ein angesehenes Genie im Bereich KI und Gründer von Amada, Japans größtem Robotikkonzern. Sie klingen nicht überzeugt. Dieses Foto ist 40 Jahre alt. Amada wurde seither nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Das ist verrückt, er wäre jetzt 80 Jahre alt. Der Amada-Konzern kooperiert mit der japanischen Neuen Ordnung. Von denen habe ich gehört. Isolationisten. Autarkiespinner, nicht wahr? Ja, Sir. Sie haben großen Einfluss auf das Ministerium für Heimatschutz. Sie glauben wirklich, die stecken hinter dieser Infiltration? Außer mir ist Amada der Einzige, der zu so etwas fähig wäre. Also gut. Geben Sie mir die IRTA in Genf. Woo! Das ist unser Ausweg. Yeah. Was für ein Plan, was? Genau. Gehört das auch zu deinem tollen Plan? Wow. Was zur Hölle ist das? Basis im Käfer 2. Wir haben den Funkkontakt wiederhergestellt. Bitte kommen. Klar und deutlich, Major. Sprechen Sie schnell. Wir empfangen mehrere intensive Hitzesignaturen nahe der Staumauer. Sieht nach einem Kampf aus. Und? Dem Funkverkehr nach versucht das Ministerium, den Widerstand niederzuschlagen. Das ist faszinierend, Major. Aber wir haben hier ein Problem. Los! Ja! Bleiben Sie vorerst auf der Staumauer. Im Moment wimmelt es draußen nur so von Sicherheitskräften. Das sagt er uns jetzt! Vielen Dank für nichts, Major! So viel zum verdeckten Einsatz! Weg mit denen! Wow, das war knapp! Pam, pass auf die Rohre auf! Wow, was ist das denn für eine Rutsche? Hab ich erwähnt, dass ich Rutschbahnen hasse? Ja! Nimmt das denn kein Ende? Ich höre nie wieder auf das HQ. Nun reicht's aber! Was für ein Scheißtag! Das war knapp! Pam, pass auf die Rohre auf! Was ist das denn für eine Rutsche? Hab ich erwähnt, dass ich Rutschbahnen hasse? Ja!
Nimmt das denn kein Ende? Ich höre nie wieder auf das HQ. Nun reicht's aber! Was für ein Scheißtag! Wow, zu schnell, Mann! Shit, da müssen wir durch. Wow, sieht nicht gut aus. Spring einfach! Hey, alles klar? Irgendwas gebrochen? Nur mein innerer Frieden. Weiter geht's. Okay, bis...